Dakhla hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Kitesurf-Spots der Welt gemausert. Direkt vom Camp habt ihr bei Flut einen riesen Stehbereich für wirklich alle Könnenstufen. Einsteiger und Anfänger werden ganz nach Louvre gefahren. Die haben dann 3 Kilometer Zeit zu üben, bis sie überhaupt erstmal wieder am Camp ankommen. 1 Kilometer in Lee vom Camp befindet sich ein perfekter Speedspot. Man fährt 30 Zentimeter vom Ufer entfernt, der Wind kommt ablandig, man hat eine fingerhuthohe Welle, es ist einfach perfekt zum Speeden. Dakhla ist extrem windsicher. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass man durchschnittlich 330 Tage Wind im Jahr hat. Es gibt ab und an mal ein paar Störungen im Winter, und zwar dann, wenn es im Landesinneren zu regnen beginnt. Das Besondere an Dakhla ist das Camp. Das Camp kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Zeltlager. Man hat große Beduinenzelte, die komplett mit Teppich ausgelegt sind. Man bewohnt dann selber ein eigenes Iglu, was auch sein komplett eigener persönlicher Bereich ist. Seit Sommer 2007 gibt es in Dakhla auch Bungalows, die können zu zweit bewohnt werden. Das Schöne daran ist, man hat dann natürlich auch ein eigenes Bad und ein eigenes WC. Dakhla ist an sich für alle geeignet. Ausgenommen sind die Personen, die einen Hotelurlaub bevorzugen. Man geht nie so von Dakhla, wie man gekommen ist, sagt Rashid. Die Ruhe und die Abgeschiedenheit bringt einem die totale Entspannung.